Ist das da eine Teergrube? Ja, ne? Hm. Da direkt auf dem Hügel. Oh, Alter, diese Mücken. Mach mich wahnsinnig. Na komm. Stirb! Noch eine. Mhm. Natürlich, noch eine. Das ist noch eine Teergrube. So, Feierabend. Und da kommt bestimmt gleich noch eine von irgendeiner anderen Ecke angeschwirrt. So, ja, hier muss ich mal kurz an euch vorbei. Bitte trefft mich nicht, das wäre nett. Und das letzte Stück. So, perfekt. Sag ich doch, da kommt noch ein hässlicher. Und ich guck mal kurz. Flackert hier irgendwas? Irgendwelche Fehler? Nee, ne? Dann rüber zur Halbinsel. Und die auch noch abgeklappert. Warte mal, wie gehen wir denn da? Von unten, ne? Am besten. Gut. Oha, der hat mich fast getroffen. Aber Gott sei Dank trotzdem daneben. Hä? Ist das so weit? Ja, tatsächlich. Meine Herren. Wie viel Fläche wir erkunden, ey. Das ist so krass. Stimmt, das müssen wir dann auch wieder auf unserem Tisch eintragen, ne? Ich glaube, ich werde übrigens ab jetzt, wenn ich irgendwas auf den Tisch eintrage, den Tisch abreißen und neu bauen. Damit alles resettet ist und wir nicht irgendeinen Mist speichern. Oder Sachen dreimal speichern oder so. So, Mosquito. Hä? Vier bitte, so. Und du kommst auch nochmal her. Tschüss. So. Dann zur Halbinsel rüber. Hui. Plutsch. Natürlich werden wir nass. War ja klar. Aber was soll's. Wir haben ja immer eine Akteur, um das zu kontern. Hauptsache, wir können konstant durchlaufen. Ah, da sind wieder die beiden Dinger. Da war ich aber schon, ne? Die habe ich schon mal entdeckt. Und festgestellt, dass da nichts war. Vor allem immer zwei nebeneinander. Das eine Mal hatte ich mich voll gefreut, dass ich das, als ich das gefunden hatte. Weil ich dachte, das wäre selten. Und jetzt sehen wir es andauernd. Mann! Diese hässlichen. So, nach hier oben. Überblick verschaffen. Teer eintragen. Ungefähr hier. So. Ah, ansonsten ist da nichts. Da hinten ist ein Turm. Da gucke ich dann gleich nochmal nach Totems. Aber erstmal Stück für Stück hier das hier zu Ende erkunden. Oh, ist das geil. Und dann haben wir das gleich alles endlich erkundet. Nice. Mann, dass sie mich immer trotzdem noch treffen. Ich hasse das. Ich will so gerne einfach das Ding so, dass sie, bevor sie mich stechen, dass ich sie schon platt gemacht habe. Hier, hier. Diesmal schaffe ich es. Komm. So. Das habe ich gebraucht. Ja, aber eigentlich ist es jetzt wieder überhaupt nicht satisfying, weil wir es beim ersten Mal verkackt haben. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja trotzdem beim ersten Mal verkackt worden. Ob wir es dann beim zweiten Mal schaffen oder nicht. Ne? Na gut, wie auch immer. Mit den Viechern müssen wir leben. Da oben schwirrt eine. Ich speichere mal den Turm ein. So. Ungefähr hier. Turm. Huch. So. Huch. Turm. Vielleicht sollte ich mal nicht so schnell schreiben. Turm. So. Obwohl, es ist ein Haus, ne? Ja, nee, ich würde das schon als Turm bezeichnen. Ich glaube, das soll auch einer sein. So, der hässliche soll mal herkommen. Okay, das war satisfying. Bevor er überhaupt in die Nähe kam. Ist hier ein Totem? Irgendwo. Jo, das nehme ich mit. Hör damit. Und tschüss. Und eine Eiche. Mhm. Die nehme ich natürlich auch mit. Das heißt, um die hier muss ich mich kümmern. Oh, hier ist sogar Grasland. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So.
Ciao. Her mit deinem Loot. Den möchte ich natürlich nicht missen. Und dann zücken wir unsere Axt. Hervorragend. Finden wir sogar noch eine Eiche. Das ist ja ein Traum. Habe auch überlegt, eigentlich unseren Eichenhain noch ein bisschen mehr zu bepflanzen. Ne? Dass wir da noch eine Schicht Eichen drum machen. Aber andererseits, so wie der jetzt ist, ist er schon dicht genug, oder? Bin mir unschlüssig. Weil eigentlich möchte ich ganz gerne, dass man drin steht und das Gefühl hat, man ist im Wald. Sozusagen. Und momentan hat man ja noch ein paar Lücken, wo man zum Beispiel Wölfe durchsieht oder sonst was. Hä? Warum kommen die jetzt an? Das verstehe ich nicht. Wie das mit deren Alarm funktioniert, also mit deren Alarmbereitschaft. Irgendwie, keine Ahnung. Weil warum sind die jetzt während ich hier Holzhacke angekommen und ich eben gerade schon, als ich deren Freund umgebracht habe? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber wie dem auch sei, so, wir gucken nach Eichen und Himbeeren und sonstigem Stuff. Hier haben wir so eine Mini-Lichtung. Oh, hier ist ja schön mit den Steinen. Schick, schick. Und du, nerv mal nicht, bitte. Und dieses Geschrei auch von dem Vieh. Oh Mann. So, Eichen irgendwo? Nö. Löwenzahn, oder? Nee, doch nicht. War wieder eine Polle, die aussah wie Löwenzahn. Na gut. Hä, was habe ich denn hier eingetragen? Eine Eiche? Ich habe da eine Eiche eingetragen, warum ich die nicht gefällt? Was ist mit mir los? Ah, Himbeeren. Hör damit. So. Hier ist die Eiche. Das ist die, die ich eingetragen habe, ne? Ja. Damit ich sie später nicht übersehe, wahrscheinlich. So, hier kurz erkunden. Und die Axt ausgepackt. So. Hervorragend, komm schon, ein paar Eicheln. Bitte. Gewichtmäßig ist doch okay, ne? Wegen Holz. Schade, keine Eicheln. Das eine Mal hatten wir 9 Eicheln bei einem Baum gekriegt. Das war ja richtig krass. Wer hätte das gedacht? Dass die so ergiebig sein können. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. So. Sollte ich mir angewöhnen, ne? Mich so hinzustellen, dass ich sie aufhalten kann, falls sie wegrollen wollen. Rollen wollen. Wolle, Rolle oder. Waren da gerade Himbeeren? Ja. Sehr gut. Damit. Stimmt, Met, ne? Können wir eigentlich auch mal wieder aufsetzen. 9. Ich habe ja, glaube ich, auch Magie-Mehl vorbereitet schon, ne? Ja. I remember. So, hier schön die Blicke schweifen lassen. Dass wir nichts übersehen. Da ist ein Draugedorf, glaube ich. Sehen wir gleich. Aber ich suche vor allem natürlich nach Eichen. Hier gibt es keine Kisten, ne? Mit Stuff drin. Nö. Sieht aus wie so ein Hochstand von einem Jäger. Oder? Oder wie nennt man das Ding? Jägerausguck? Jäger in den Hochstand heißt das, glaube ich. So, Pilze, kriege ich die noch mit? Nö. Dann schmeiße ich mal das hier weg. So. Hier lang. Ach, das haben wir schon alles erkundet. Okay. Gut. Dann hier lang. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Düsterwald. Komm schon, noch mindestens eine Eiche hätte ich gern. Irgendwo. Aber ich glaube, das wird nichts. Ne. Und hier ist auch ein Draugedorf. Krass. Dorf. So. Ne, ich spare mir das Drauge dazu zu schreiben. Genauso wie ich mir Fooling spare dazu zu schreiben. Weil, wenn es im Grasland ist, wissen wir ja natürlich,
um was für ein Dorf es sich handelt, ne? Hatte ich ja schon mal erklärt. Ist das denn eine Eiche? Nee. Nö. Hier gibt es keine Eichen mehr. Schade. So, her mit dem Stuff. Top. Und dann theoretisch nochmal hier durch. Aber da war das Dorf, habe ich falsch eingetragen. So. Ja. Oh! Was haben wir denn da? Die nehme ich mit. Ach ja, wir sind ja überladen, stimmt. Alter. So. Immer diese übelst laute Antwort von mir. Oh nein, den noch nicht. Den nehmen wir schon mit. Das wollte ich wegwerfen. So, dann Honig. Und vor allem will ich die Queen haben. Hä? Achso, ich glaube, ich habe gerade Knochen aufgesammelt. So, perfekt. Und dann nochmal nach da unten gerannt. Ich nehme mal kurz mein Energieschild. Oh, wir haben gar keine Energie. Warte mal. Nö, dann spare ich mir das jetzt. Da laufe ich jetzt hier noch einmal so durch. So. Guck hier nochmal nach Eichen. Nix. Und wir haben alles erkundet. Wir sind tatsächlich fertig. Ist ja unglaublich. So, die Droge versuche ich mal abzuschütteln kurz. Und ich laufe auch ganz falsch, denn wir müssen nach da. Beziehungsweise eigentlich nach da. Denn ich würde mich dann jetzt wieder auf den Heimweg machen. Weil wir haben hier ja alles abgefrühstückt. Ich gucke nochmal. Schau nochmal nach, ob hier irgendwo so ein Fleck ist. Aber nee, wir haben alles erkundet. Hier Birkenwald lösche ich mal, ganz ehrlich. Versiegelter Turm. TTT. Dorf, Dorf, Dorf. Steinkreis. Feuer und Wasser. Schrein. Ja, da habe ich den Schrein eingetragen, ne? Glibberbäume. Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich das und das nur noch machen, ne? Und wir hätten sogar eigentlich für den uralten einen Spot, wo wir eigentlich den Altar, also hier fürs Portal, meine ich, können wir ein Portal machen eigentlich. Aber da müsste ich ja den kompletten Portalraum umbauen. Also machen wir es wohl nicht. Weil da habe ich nun wirklich gar keinen Bock drauf. Und genau genommen brauchen wir es ja auch nicht, ne? What I say? So, kann ich hier rüberschwimmen mit meiner Ausdauer? Ja, ne? Aufladen. So. Und ich würde sagen... Oh. Halt. Da sehe ich schon wieder hässliche. Ich muss doch mehr Nahrung reinpfeifen. Weil wenn ich hier schwimme und dann kommt das Vieh angeflogen, dann bin ich mal... Eben Geschichte. Habe ich gar keinen Bock drauf. So, aber den Rückweg würde ich wieder vorspulen. Weil das müsst ihr jetzt nicht alles mit ansehen. Was ich machen werde, ist noch hier und hier vorbeigehen, um die beiden Sachen zu erkunden, ne? Weil das sind ja Flecken, falls ihr euch erinnert. So. Und das spule ich dann vor. Also würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir. Na also, alter Schwede, ey. Wie viel bin ich jetzt gelatscht? Fast 20 Minuten, okay. Gut. Ja, aber wir sind da. Ich habe eben den letzten Rest noch erkundet. Und ich würde sagen, wir gehen ab zur Base. So, da sind wir. Und da schmeiße ich mal direkt das Portal schon mal hier rein. 2, 20... 10 und hier von 10. Huch. So. Zack. Perfekt. Dann nehme ich mal den hier. Reiß den ab. Sammel alles auf und baue ihn wieder hin. Hey, warum laggt es so ab? Hä? Ach, wegen der Items, die unten liegen wahrscheinlich, ne? Holy shit, okay. Entdeckung, Aufzeichnung. Zack. Hervorragend. Und jetzt haben wir die komplette Insel. Wir haben das alles hier.
das hier, sogar hier diese, das könnten wir eigentlich auch noch machen, aber mal gucken. Dann hier, ne, diese beiden Flecken habe ich entfernt und wir haben die komplette Insel erkundet. Ist das geil oder was? Nein! Ja, egal, da drücken wir mal ein Auge zu. Oh shit, stell dir vor, das geht hier unten noch weiter. Gut, und das war, warte. Das war einerseits Aiktir und Altar, ne? Andere Portale hatten wir hier nicht. Nee, das heißt, wir können bei Aiktir hier das Schild entfernen. Und bei Altar ebenfalls. So, nice. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das ist ja auch obergeil. Und es wird auch gerade Abend. Das trifft sich ganz gut. Ich sammle mal hier diesen kompletten Stuff auf. Alter, ist das ein Brecher. Sieht schon geil aus. Ja, wie machen wir das? Ich schmeiß mal hier das Holz rein. Edelholz. Dann haben wir hier Felle. Schmuck und Gold. Gold. Schmuck. Die Metalle schmeiße ich mal hier hin. Das und das und die Kohle. Dann die Trophäe hier oben hin. So, weil das ist ja ein Gigant, ne? Also ein Mini-Boss in Anführungsstrichen. Alter. So, Edelholz. Kernholz. Normales Holz. Und was haben wir hier noch so? Fenri-Shit. Knochen und Zähne haben wir. Beeren und Pilze. Die hier rein. Pilze rein. Kräuter rein. Oh Mann. Können wir eigentlich mal wieder bald Futter anmachen, wa? So, Trophäen. 21 rote Jute. Haben wir da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Ich will mal sämtliche rote Jute aufnehmen, um zu gucken, wie viel wir haben. Ich stelle mich mal hier so hin. Schmeiß das mal so. Kann das Eisen mal hier runterschmeißen. Oh, da ist noch Bronze. So. Und ist hier noch mehr rote Jute? Nee, ne? Wie viel haben wir denn? 53. Ja. Ja. Hier bei Stoffe rein. Zack. Da kann man nicht meckern. Wie ich early. Holz rein. Edelholz. So. Was haben wir hier noch? Ich guck mal immer, was wir viel haben. Hier Fenris. Fenris Stuff. Kristall. Erstmal und Fenri hat sich sogar richtig einsortiert. Sehr gut, da kann man nochmal durch. Gold haben wir jetzt sehr viel und nochmal Kristalle. Und hier rein. Halt, der kommt hier hin. Dann haben wir hier noch Kernholz, Stein, nochmal normales Holz, nochmal Edelholz. Alter, haben wir viel Holz gefunden. Ja, moin. So, Moment. Monsterorgane hier unten. Schmuck, haben wir noch einen. So. Und außerdem Trophäen, ne? Zack. So. Dann den Stuff hier nochmal. Salmler. Das und Nadeln. Fenrisklaue. Ja, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Das ist schade. Aber ich schmeiße die Trophäen hier rein. Aquarium. Da haben wir ja schon Salmler, ne? Zack. Sehr gut. Und... Oder hat sich das richtig einsortiert? Ja, ne? Ich glaube, ja. Dann haben wir hier noch Fenri-Stuff. Obsidian. Das kommt zu Pfeilspitzen. Genauso wie die Nadeln. So. Kohle haben wir hier noch. Weg damit. Die Pfeile kommen nach hier oben. Weil die... Wir müssen sowieso gleich in die Rüstkammer. Denn die Fackeln sind ja leer, wie man sieht. Die füllen wir gleich auf. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier die Erze runter. Ein einziges Korn haben wir. Ja, super. Hat sich doch gelohnt. Dann die Klauen von Fenri hier rein. Halt. Ja, hat sich richtig einsortiert. Kristalle, noch mehr, Alter. Dann hier Boss-Dingens. Boss-Spawn. Haben wir schon 12. Außerdem gefrorene Drüsen. Knochen. 10 Holz nehmen wir noch raus. So. Zack.
und bauen das Ding dann auch gleich. Aber erstmal wollte ich hier die Erze nehmen und die auch schon mal nach unten bringen. So. Zack. Dann schleppen wir uns nach unten. Ja, ich glaube nicht, dass wir das innerhalb dieser Nacht noch schaffen, alles fertig zu machen. Ich würde natürlich ganz gerne wieder die Folge beenden mit schlafen gehen. Aber das wird ja nicht immer was, ne? Manchmal ist es zeitlich einfach nicht drin. So, hier das Ding auch noch. Und rein damit. Zack. Dann die Kohle natürlich. So. Hervorragend. Ach, Met. Wollte ich auch noch mal gucken. Zack, zack. Die beiden. Keine Ahnung, was es ist. Doch völlig egal. Wir haben noch köstlichen Met hergestellt. Aber Hauptsache, der Met läuft hier weiter. So, hätten wir das. Dann nehme ich mal die Frostpfeile mit. Und diese Trophäe. Und jede Menge Augen. So. 1, 2, 3. Und aufgefüllt. So. Und hier noch. Ja, und schon sieht es wieder episch aus. Hervorragend. Dann noch eine Etage nach oben. Da können wir die Pfeile einsortieren. Ich habe auch gesehen, die Reihe ist bald voll, ne? Frostpfeile, ja. Die ist schon voll, aber ein bisschen geht noch. So, hier ebenfalls auffüllen. So, dann hier. Zerlumpt und Lederrüstung. Troll und Bronzerüstung. Wurzelrüstung. Ja, komm. So. Eisen und Fenri. So. Und Wolf und Leinen. So, perfekt. Dann gehen wir nochmal kurz nach unten. Und ich überlege gerade, ja, die Augen können wir kurz mitnehmen. Ich gehe mal kurz zur Felderbase. Sehr gut. Dann bauen wir uns nämlich hier so ein, noch so einen Bienenkorb hier hin. Und können außerdem gleich nochmal Honig looten. Und wo wir gerade dabei sind, ne, ihr kennt das Prozedere, gehen wir auch gleich nochmal kurz in die Dingens zur Mistland Base und holen uns Harz. Weil das brauchen wir ja auch konstant. Unsere Magienahrung ist schon wieder leer. Oh Mann. Naja, aber wenn wir nun mal Magier sind, ne, bleibt es nun mal nicht aus. Eigentlich sollte ich mir das wirklich... Das sollte ich eigentlich ein paar Mal pro Aufnahme machen, ne? Also Honig ist ja das eine, aber Harz, hm. So, Mistland Base. Hervorragend. Das hier, das und dieses hier. Und wieder zurück. Halt. Okay, ich dachte gerade, da lag noch was. So, dann jumpen wir nochmal nach unten und bringen den ganzen restlichen Stuff rein. Die Augen. Magie. Stuff. So. Honig. Hier. So. Honig passt auch allmählich, ne? Wieder. Haben wir schon wieder ordentlich was auf Halde. Das freut mich. Plusti. Ist wieder am Rumrennen. Und wir packen natürlich den köstlichen Met hier in diese Kiste rein. Steigekiste. Da wurde auch vorgeschlagen, dass wir da ein bisschen was umdekorieren können von Maria. Die dekoriert wohl gerne, hat sie in den Kommentaren geschrieben. Und hat da diverse Tipps mir gegeben, wie man das machen könnte. So, zack. Loks ist stärker. Ich mach mal so. Ich sortiere das mal so. Jo. Und dann sind wir durch. Unser Inventar ist aufgeräumt. Wir haben zwar noch die Tränke dabei, aber das passt schon. Und dann würde ich tatsächlich die Aufnahme beenden. Oh, halt. Erst einmal müssen wir hier auffüllen. So. Und ich glaube, genau daran scheitert es jetzt, ne, dass wir es nicht schaffen. Ja, da, der Tag beginnt gerade. Jeden Augenblick geht die Morgenmusik los. Können wir genau nicht pennen gehen. Na toll. Was soll's. So. Und das hier noch. Perfekt. Dann das Holz zurück. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich
fürs Zuschauen und dabei sein. Die heutige Aufnahme war mal ein bisschen produktiver und wir haben vor allem das Ding endlich zu Ende erkundet. Und das war erst nur Teil 1, ne? Wir müssen das bei den ganzen anderen Sachen auch noch machen. Aber es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Abonnieren nicht vergessen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Und ein Like. Und die Glocke. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.